So, wir bereiten das Schiff vor für die anstehenden Reparaturen am Motor. Let's work! Was ist das? Werkzeug. Oh, Isolierband. Die Dame des Hauses weiß, wo sich das Werkzeug befindet. Natürlich, ich würde den Motor locker alleine auseinander und wieder zusammenbauen können. Oh oh. Das ist der Beweis. Sollen wir da eine Herausforderung draus machen? Schaffst du das? Natürlich. Ach nein, beim Motor gehen wir das Risiko dann doch nicht ein. Was für ein Traum. Der Männertraum wird wahr. Die Küche wird zur Werkbank. Ja, was für eine Freude der Frau. Ja, der Motor wird zerlegt und dann gehört sowas halt dazu. Also ich weiß ja nicht, was er alles vorhat. Aber es schaut nach Arbeit aus. Ja, und vergiss nicht, um 12 werden wir Mittagessen. Das heißt, um 11 brauche ich meine Küche dann wieder. Wir gehen zum McDonald's. Heute bleibt die Küche kalt. Let's start. Zuerst lösen wir mal die vordere Wand hier. Ihr werdet es Schritt für Schritt auf sehen. Ein gutes Gelingen. Wir fangen jetzt mal an und lassen als erstes das Kühlerwasser ab, beziehungsweise hier Seeventil schließen. Sonst kommt ja Salzwasser rein. Vorne haben wir auch noch ein Seeventil, das ist allerdings schon zu bei uns. Salzwasser ablassen, See und Süßwasser ablassen. Also, wir haben hier Kübel. Wir werden trotzdem eine Sauerei machen. Vielleicht war ich gerade auf Kübel. Achter. You know what I mean? Siebener. Jupp. Moment, ich nein, bleib so, genau. Ich komme zu dir. Gut. Und jetzt vielleicht den Schlauch noch in den Kübel entleeren. Ja, muss ich nicht mal ausräupfen. Ja, ja. Siehst du da? Kriegst du raus. Super, jetzt muss noch das weg. Also. Damit wir hier leichter zukommen nachher. Leichter rankommen, zukommen, ja, stimmt. Nicht ganz das Hochdeutsch, was man in der Schule lernt. Mein Gott, das war ich. Verdammt kräftiger Bursche. Du, so. Elektronik weg, wir müssen hier aufmachen und hier aufmachen und das sollte klappen so. Okay. Autsch. Das ist ein altes Kabel. Ja, ja. Na, so, alles richtig, alles richtig. Was du sagst. Ich bin jetzt zwar E-Bahner, kein Elektriker, kein Mechaniker, aber ich Strom und Wasser habe gelernt, nicht so gut zusammenpassen. Immer schön sauber arbeiten, wenn möglich. Wenn es gerade nicht zu stressig ist, dann hat man nachher weniger Eier. Ja, ist ja gut. Ist genügend. Aha, du willst da Rohr lassen. Okay, jetzt verstehe ich. Bitte. Hallo, Gerd.
Zuerst machen wir ein Foto. Obwohl, das riecht noch. Aber das sind meine Finger. Schnell! Nein, nicht schnell. Ja, aber soll ich das doch hinterholen? Da, okay. Nein! Du! Okay. Nein, das haben wir gesputzt. Oh, scheiße, da bin viel. Ja, ist gut, geht nicht weiter. Fuck. Spiegelreflex, Kamera filmt, glaube ich, nur 12 Minuten. Nein, schon. Und dann unterbricht sie immer. 15, 14. Was, der schreibt oder? Nein. Nein. 14? 15, 14. 15, 14. Ja. 14, probiere als erstes. Ja, dann warst du aber zu groß und zu klein, ich hast gut. Yeah, 14er, yeah! Yeah, Jackpot! Darf ich da mal reinspringen? Hoppala. Richte Lampe zu dran. Ja, Entschuldigung. Alle drüben, Mocho. Boah, da ist aber Dreck. Nein, jetzt noch. Ich bin Petra. Hallo. Hi, hi, wie geht's? Ja, wir sind beim Schraufen. Wir sind gerade beim Motor zu legen. Los, wir müssen es lassen. Du bist auf Video allebei, gell? Tschüss. Tschüss, tschüss. Bis später. O-Ring drin, der O-Ring ist noch gut. Schau, der ist so montiert, dass die Nummern und die Buchstaben richtig geschrieben sind. Also oben ist oben. Kannst du eigentlich. Ja, was? Ja, so wie. Kannst du nicht falsch montieren? Ja, ist so klar. Und wir haben können komplett verdrahnen. Ja, aber ich weiß nicht, logisch sein, dass Nase unten ist. Ja, wenn du es so meinst. Nicht? Na, erste Frage. Auf der anderen Seite ist es oben. Was, man kann die Seiten vertauscht montieren und auf der anderen Seite ist der Schlüssel eben oben. Verstehst du? Ah, ist das ja genau der gleiche? Ja, wahrscheinlich sind die Nummern anders oben. Müssen wir schauen, aber. Aha, ich meine, da ist ja der. Nein, nein, das sind. Sorry, ich check doch nicht. Sorry, alles oben. Gut, meine Hebamme. Oder Unterwassertechniker. Unterwassermojo. Submarine Mojo. Submarine. Oh Mann. So scheiße. Ich kann da mal sehen, was auf sehen die Laute. Haben wir schon frei, ne? Da hinten. Was? Nö, kommt nix. Bin sich so montiert, dass da. Ablauf höher ist. Ja, nein, nein, wie soll ich das jetzt aufkriegen, bitteschön? Hä? Ja, dann fällt auf. Ubi. Ja, schöne Grüße, das kriegt man nicht auf. Ja, so geht's. Was sagst du sowas? Ich hab leider Kopf bricht nicht an. Mhm. Wenn ich Nimbus anmerke, dann ist es gewesen. Mhm. Ich komme nicht zu ihr, so. Ich komme nicht zu ihr. Darf ich mal kurz gucken? Ja, bauen. Verstehst du? Der geht nicht, der geht nicht. Oben hinfadeln. Das war leider erst der Ruck, gell? Hey, sag nichts. Wenn ich es wieder rausfinde oder technisch kann, nicht? Dann, ich sag ja, dann bin ich ja Master. Ja. Melde mich bei einem Dings und dann mache ich ein Studium. Bei einer Mechanical Academy. Mhm. Hey! Warte doch! Hey, Schatzi! Ja, das tut der Lohnig! Ja, das scheiß Ding! So, geben das ändert. Schau, jetzt geht's von der Lohnig aus. Was ist denn das für ein Dreck? Ja, das lassen wir mit deinem Scheiß da. Das ist fast intelligent. Ja.
Wir haben das schon wieder ein bisschen leicht getan. Jawohl! Jawohl! Was hast du jetzt denn? Das ist gekehrt. Jawohl! Das ist gegangen. Nein, wenn ich so gesagt habe, hast du nicht tun. Ja, weil ich Angst gehabt habe. Aber jetzt bin ich sehr rekord und alles gegangen. Angst gehabt. Ich krieg sie nicht aus, so, verstehst du? Aha. Jetzt haben wir ihn. Ohne den außer zu ziehen, kriegt man nicht mal die Schraube raus. Wo denn? Da. Oh! Lichtmaschine muss weg. Also da wird Rohling voller. Die Gittchen! Schlotze. Scheiße, das ist scheiße, pure Scheiße. Ja, das schaut echt aus, wie du dünnschiss noch. Nein, das sind halt Algen und Rost und Dreck und. Okay, übernimm wieder. Das ist schwarz. Gut. Jetzt wird getüftelt. Was macht man mit einer Luftpumpe vom Stand-Up-Paddle? Irgend sowas? Ein Y-Stück. Wir müssen das Teil hier, das ist der Einschub vom Wärmetauscher. Wir wollen das mit Druck prüfen. Dann halten wir das ganze Teil unter Wasser und schauen, ob irgendwo Luftblasen kommen. Jetzt müssen wir irgendwas konstruieren, damit wir das abdichten können, hier abdichten können. Und mit unserer Stand-Up-Paddle-Pumpe, weil wir kein Geld ausgeben wollen, unter Druck setzen. Und wartet ab, wir basteln mal. So, unsere Abpresskonstruktion ist fertig. Manometer haben wir hier auf der Pumpe vom Stand-Up-Paddle. Denn das sind alte Wasserschläuche vom Motor. Y-Stück, 1 Zoll. Hier die Flansche wieder dran gemacht. Und jetzt haben wir oben den Wasserkübel und hoffen, dass das Ganze undicht ist, um ehrlich zu sein. Das wäre die günstigste Variante, wenn das Teil jetzt undicht ist. Okay. Auch hupft. Ja, nein, nein. Explosionsgefahr auch. Ja. Siehst du es aus? Nein, das ist nicht schön gefilmt. Oh nein. Unsere Konstruktion war nicht ganz durchdacht, oder? Noch nicht. Nicht. Kinderkrankheiten. Okay, wir merzen mal was aus. Okay. So, jetzt haben wir umfunktioniert. Wir benutzen jetzt mal unseren Tisch als Swimmingpool. Hey, nicht so massiv. Also so, das ist halt nicht auf die Geil, Linie. Swimmingpool. Jetzt wird der ganze Tauscher... Ach, das ist ja angenehm warm. Oh. So, über 2 Bar. Der nächste Teil wird auf seine Undichtigkeit gedrückt. Seine Dichtheit. Ui, da dünnt es schon. 11, 10. Ist das ein Überdruckventil? Wo? In Deckel. Okay, wir wissen, dass wir das beim Motortesten ausbauen müssen. So, jetzt sind wir alle Teile am Einfetten. Und vorbereiten zum Wiedereinbauen. Wärmetauscher ist wieder sauber, richtig sauber. Aber leider war er nicht undicht. Oder leider und Gott sei Dank, beides. Ja, beides irgendwie. Genau, wir haben alles schön geschliffen mit Scotch, dass es wieder schön glatt ist.
so gut es ging. Übertreiben müssen wir es ja nicht, aber es sollte eigentlich passen. Jetzt fetten wir alles schön, die Dichtungsringe. Die Dichtungsringe werden mit Silikonfett gefettet und auf die ganzen Flächen, wo die Dichtungsringe dann aufliegen. Das hat bis jetzt am besten funktioniert, unserer Erfahrung nach. Wir haben hier ein spezielles Hochleistungsfett, Silikonfett für Motorteile. Und ja. Hier haben wir natürlich noch unseren Motor, unser Baby, das müssen wir auch noch ein bisschen putzen. Dann haben wir gestern noch die Lichtmaschine hier abmontiert. Die liegt im Moment hier. Die müssen wir dann nachher auch wieder einbauen. Keilriemen. Keilriemen? Ja. Keilriemen. So, L Heat Exchanger wird jetzt wieder eingeschoben. Wir haben hier vorne so eine Einkerbung, die muss oben sein. Den Einlaufstutzen unten. Mhm. Und hinten oben. Kommt hier raus, geht hier zurück, also das erste Drittel vom Wärmetauscher geht hier durch, wandert hier dann über das zweite Drittel zurück und dann über das letzte Drittel hier rein und raus. Die stimmt nur auf einer Position, wie es scheint. Strange. Also total asymmetrisch, stimmt nur auf einer einzigen Position von 8. Okay. Eben noch schnell der Seewasserschlauch montiert. Operation Endoskop. Nein, wir sagen den Tank ab. Also den Tank. Wir sagen mal die unterste Schicht ab und schauen, wie viel wir wirklich Schleim drin haben. Anfangs der erste Liter war ganz schlimm, aber jetzt ist nichts mehr irgendwie. Ganz komisch. Also wir vermuten wirklich, wir haben... So, wir sind jetzt soweit, den Motor wieder zu starten. Wir haben alles zusammengebaut. Wir haben die Dieselpest oder eben den Dreck, den wir drin hatten, abgepumpt. Schlussendlich, komischerweise, war es wirklich nur 100 Milliliter. Wir kriegen nicht mehr raus. Es ist nichts mehr drin. Also wir vermuten wirklich, dass wir einen Scheiß getankt haben. Irgendwo in Süditalien. Ja, der restliche Diesel ist blitzeblank. Gar nichts mehr. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir sind nervös. Okay, kannst vorglühen. Scheint zu funktionieren. Wir mussten noch schnell den Keilriemen setzen, weil der andere war nicht wirklich der richtige. Jetzt haben wir schnell noch einen getauscht. Der vorherige hat komische Geräusche gemacht. Jetzt läuft er ruhig. Kein Leck im Kühlwasser finden können, leider. Wir haben jetzt dafür alles wirklich sauber gereinigt im Kühlwasserkreis und wir können mit Sicherheit sagen, das Zeug ist dicht. Wir haben nämlich alles mit der Pumpe auf Druck geprüft, haben den Wärmetauscher gereinigt, das heißt die Kühlleistung ist sicher besser. Dann das Problem mit der Dieselpest, das haben wir sicher nicht behoben. Wir haben den Tank ausgesaugt. Wir werden das jetzt des Öfteren machen, zum zwischendurch immer wieder auf Nummer sicher gehen. Vor größeren Überfahrten schauen wir mal, was in den Ecken so rumhängt. Das Problem ist, wir haben keine Inspektionsluke noch und dadurch kommen wir nicht rein. Wir haben nur so ein großes Loch im Tank, wo der Tanksensor drin sitzt und das war's. Wir müssen noch ein Endoskop besorgen, damit wir uns das genauer anschauen können. Wir wollen uns eine Inspektionsluke bauen oder machen. Dazu sind wir noch nicht gekommen. Der Motor raucht immer noch. Wir
sind noch nicht drauf gekommen, was es ist. Wir haben auch noch den Krümmer abgebaut. Der war auch zur Hälfte fast verstopft. Da kann ich auch mal noch Videos dazu zeigen. Haben den gereinigt, wieder eingebaut, hat leider auch nichts genützt. Ohne Schraube, also ohne Last, raucht der Motor nicht. Also da kann ich den hochdrehen bis auf 3000 Umdrehungen, das ist gar kein Problem. Sobald wir die Schraube einkuppeln, ob Vorwärts- oder Rückwärtsgang, spielt keine Rolle, fängt der Motor an bei 2200 Umdrehungen fängt er an zu rauchen. Und wenn man noch höher geht, dann ist das wirklich enorm. Wir selbst hatten immer gedacht, es sei weißer Rauch, also Wasserdampf. Der Motor wird nicht heiß, der Kümmer wird nicht heiß, der Kümmer ist angenehm warm. Und ein anderer Segler, der uns mal beim Anlegen geholfen hat, hat zu uns gesagt, dass das gräuliche oder bläuliche Rauch sei. Also vielleicht sind wir auch einer falschen Spur hinterhergesprungen. Wir haben auch kein oder nur normalen Ölverlust, also ich sage jetzt mal so einmal pro Saison ein Liter Öl, also aus meiner Sicht normaler Ölverbrauch für einen alten Motor. Ja, also falls uns da jemand helfen kann, falls da noch jemand Ideen hat, es könnten auch die Einspritzdüsen sein, haben wir uns gedacht, oder sonst was. Also das Rauchen ist wirklich verlässlich, er raucht egal wie warm es draußen ist, egal welche Luftfeuchtigkeit, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Hoffentlich hilft das Video irgendjemandem, der auch Motorprobleme hat. Das heißt aber nicht, dass ich jemandem Motorprobleme wünsche. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Glück und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.